Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video Transport Fever 2 im Schönbau von mir. Heute geben wir dem Güterbahnhof nähe Burgstadt, also unserer ersten großen Hauptstadt, ein Gesicht in Form von Assets, in Form von Deko, in Form von ein bisschen Industrie außenrum. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Die LKWs übrigens habe ich schon mal abgestellt, als das neue 40-Tonner-Paket erschienen ist. Das wollte ich einfach mal ausprobieren und habe dafür in dem Moment keinen besseren Platz gewusst. Und dann habe ich die einfach da schon mal platziert, deswegen hat man das jetzt in der Zeitraffer nicht gesehen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, weil, ja, LKWs abstellen, das sieht man auch häufiger. Was ich dann gemacht habe, ist natürlich Container verteilt. Das war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich mühsam, weil es da diese Erweiterung der Mod noch nicht gab, wo man die Länge, Breite, Höhe einstellen konnte, in der man die Container platzieren möchte, sondern da musste man tatsächlich noch jeden Container einzeln auswählen und platzieren. Es gab noch keine Random-Funktion. Von dem her, ja, sieht man ja alles recht schleppend. Das ging dann auch noch eine ganze Weile so weiter. Das habe ich jetzt dann aber demnächst gleich mal ein bisschen gekürzt. Ja, da sind wir dann nämlich eben auch schon in den Endzügen. Dann geht es weiter mit ein paar Stellwerke, die wir verteilen, die natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr in Betrieb sind, voraussichtlich, weil die meisten Dinge auf so einem Güterbahnhof ja mittlerweile die elektronischen Stellwerke regeln. Und ja, die habe ich dann natürlich auch verteilt, aber diese Stellwerke werden natürlich selten abgerissen, also zumindest habe ich so das Gefühl, dass auf so einem Bahngelände selten was abgerissen wird, bis der Platz wirklich ausgeht. Von dem her stehen da eben noch so ein paar alte Stellwerke rum. Ja, Gleisfeldleuchten natürlich auch extrem wichtig, damit die Jungs und Mädels, die die Züge bearbeiten, auch was sehen. Nachts oder morgens oder abends. Deswegen haben wir die natürlich auch noch möglichst im gleichen Abstand und auf gleicher Höhe verteilt. Die Oberleitungen habe ich auch noch überarbeitet. Da hatte ich noch nicht das geeignete Gleispaket an Bord. Das habe ich mittlerweile dabei. Und deswegen sieht es jetzt noch alles ein bisschen chaotisch aus. Nachdem ich es jetzt überarbeitet habe, habe ich auch die Mastabstände so groß wie möglich gewählt, damit da nicht so viele Masten rumstehen. Ich weiß, dass die in der Realität auch so häufig und so nah beieinander stehen, aber mir gefällt es einfach nicht so gut und deswegen habe ich die einfach auf 50 Meter auseinandergezogen und für mich persönlich sieht es einfach besser aus. Mir gefällt es einfach so besser. Deswegen habe ich es dann so gemacht. Ja, da habe ich den Bahnhof und die Straße nochmal abreißen müssen, weil die Schenkerhallen nicht hingepasst haben und die wollte ich da unbedingt haben und dann habe ich das einfach nochmal neu platziert, beziehungsweise nochmal abgerissen und nochmal neu platziert. Ja, um dieses ganze Gebiet hier, wo auch der Güterbahnhof ist, laufen ja beidseitig die Flüsse und da habe ich auch ringsrum den Bahndamm relativ hoch lassen, einfach aus vielen Gründen, unter anderem Hochwasserschutz und natürlich auch der Optik wegen, weil ja, ich finde das einfach ganz schön, wenn man in der Führerstandsmitfahrt einfach von oben so ein bisschen auf das Gelände herabsehen kann und auch von unten sieht es einfach gut aus, wenn die Züge ein bisschen erhöht ringsrum fahren. An der Schnellfahrstrecke, sprich an der sechsgleisigen Strecke, habe ich ja sogar mit der Modbox eine Verkleidung des Bahndamms vorgenommen. Ansonsten ringsrum läuft er eigentlich ohne Verkleidung. Ob das dann final so bleibt, weiß ich noch nicht, aber aktuell ist es mal so. Ja, dann wie immer ein bisschen Bahnhofsgebastel. Ich möchte halt tatsächlich auf der
ganzen Karte keine Bahnhöfe haben, keine zwei Bahnhöfe haben, die sich gleichen, also die identisch sind. Deswegen schaue ich echt, dass ich die alle wirklich alle anders mache. In dem Fall habe ich jetzt nur im Eingang das Ganze neu, also im modernen Stil gemacht. Auch auf dem Bahnsteig selber habe ich tatsächlich nur den Eingangsbereich, glaube ich, modern gemacht und der Rest noch lassen, so als ob er teilrenoviert wäre, weil das Stück halt schon sehr abgenutzt und gebraucht war. Ja, die Gleislegung vom Güterbahnhof übrigens gibt es ja in einem meiner ersten Videos zu sehen. Ja, wer das sich nochmal anschauen möchte, ich werde es dann verlinken. Sollte dann jetzt irgendwo auf dem Bildschirm eine Infokarte erscheinen. Da kann man sich das Gleisgebastel von dem Güterbahnhof eben nochmal anschauen. Wobei es natürlich ja relativ einfach ist, durch das, dass die ja einfach nur nach und nach nebeneinander gezogen werden und dann irgendwann zwischendrin Gleise rausgerissen werden. Jetzt habe ich es. ja, einen Teil von dem ganzen Komplex habe ich dann noch deelektrifiziert. Ich weiß nicht, ich mag das eigentlich ganz gern, wenn irgendwann noch so ein paar Schienen ohne Oberleitungen sind. Und das ist ja auch relativ oft, glaube ich, so auf Güterbahnhöfe, dass da noch ein Teil eben nicht elektrifiziert ist, wo dann die Dieselloks noch fahren. Ja, das Gegenstück zu dem Güterbahnhof, wahrscheinlich wird es nur einen zweiten relativ großen geben und der dritte, den ich irgendwo in die Nähe oder sagen wir mal in die Mitte machen werde, voraussichtlich, der wird nur relativ klein werden, aber eben das zweite große Gegenstück zu dem hier werde ich vermutlich als Rangierbahnhof anlegen, also sprich mit Einfahrtsgleisen, mit Einfahrgruppe, Ablaufberg und Richtungsgleise. Natürlich der Ablaufberg nicht funktionsfähig, aber angedeutet, also ja, mal schauen, wie wir das bis dahin hinkriegen, was wir da für Mods zur Verfügung haben. Ansonsten wird es halt angedeutet, indem es auf unterschiedliche Höhen gelegt wird und dann tatsächlich, ja, dann die Gleise einfach in der Mitte zusammenführen, sodass sie wie auf so einem Ablaufberg eben theoretisch die Containerwagen oder die Güterwagen sortiert werden können. Was ich immer mal wieder versuche, um diesen Seen so ein bisschen Leben einzuhauchen, ist, diese 40 Tonnen eben nicht nur so gerade hinzustellen, sondern Gott sei Dank können wir ja Auflieger vom Fahrerhaus trennen und die dann einfach so ein bisschen quer aufstellen, als ob die eben gerade versuchen einzuparken. Ich finde das immer ganz nett. Sieht nicht ganz so steif dann aus alles. Ja, dann wird noch einiges an Aufliegern geparkt. Ich denke, bei dem Güterbahnhof wird tatsächlich weniger Container umgeschlagen als mehr ja, Fracht für Auflieger, LKWs. Weil für Güterumschlag oder für Containerumschlag gibt es mir einfach aktuell noch so ein bisschen zu wenig Mods. Und irgendwie bekomme ich das nicht so ganz hin, Mods aus dem ersten Teil zu also für Transport Fever 2 spielbar zu machen, auch wenn es da genug Tutorials gibt. Irgendwie mag das bei mir nicht so, wie es soll. Also gebe ich mich mit dem zufrieden, was es gibt. Und das wird ja immer mehr und die sind ja alle fleißig dabei, das auch zu konvertieren. Also von dem her, ich kann warten und es gibt ja wirklich schon relativ viel. Ja, eben um diesen Güterbahnhof wird jetzt
ein bisschen Industrie gebaut. Das soll auch das vorgelagerte große Industriegebiet von der ersten Hauptstadt werden. Oder ist es geworden. Und ja, da packe ich einfach alles hin, was die Mods so hergeben. Ein bisschen Straßensetzung ist auch dabei. Was ich sehr gern mache, ist, so wenig Straße wie möglich wirklich auf Brücken zu packen, sondern das meiste irgendwie auf so Dämme. Weiß auch nicht, ist irgendwie so eine optische Geschichte bei mir. Ich mag diese langen, unendlich langen Brücken einfach nicht, dass, auch wenn sie in der Realität tatsächlich öfter mal so auftauchen, aber mir gefällt es einfach nicht. Vor allem, leider haben wir das immer wieder das Problem, oder habe ich immer wieder das Problem, dass sich die Brückenpfeiler von den gemotteten Brücken zu nah an den Gleisen befinden, sodass der Zug optisch mit den Pfeilern kollidiert, und das, ja, das mag ich einfach absolut nicht. Und wirklich alles mit der Modbox zu bauen, das ist einfach auch eine Performance-Geschichte bei mir. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile echt an dem Punkt, wo es schon relativ schwierig wird, jetzt auch in dem, nicht nur in den Städten, sondern auch zum Beispiel jetzt eben in dem Industriegebiet, wo die Ruckler schon echt heftig werden und wo es zum Teil auch nicht mehr viel Spaß macht. Also man wird jetzt auch nachher in den bewegten Bildern sehen, dass die FPS wirklich so zum Teil auf 10 droppen, selbst wenn die Kamera still ist, und das ist dann schon im Bau dann nicht mehr ganz so lustig. Ja, wie immer dann einfach ein bisschen aufgepinselt. Die Texturen, die Bahnschienen oder die Schienen einfach noch ein bisschen angepinselt. Ich persönlich mag nämlich das nicht, wenn das Gras da so auf viel befahrenen Strecken durchscheint. Bei den Abstellgleisen im Güterbahnhof selber habe ich sie aber lassen. Habe ich das Gras aber lassen, weil ich es da eigentlich ganz cool finde. Mit ein bisschen Gestrüpp und Gebüsch sieht das in Summe ganz gut aus. Ja, was da los war, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich versucht, einfach Leitplanken zu setzen. Sind ja in der Zaunmod dabei. Aber irgendwie wollte die an dem Tag nicht. Komischerweise, den Tag vorher war es kein Problem, Tag nachher war es kein Problem, aber an dem Tag absolut keine Ahnung, was da los war, aber wollte einfach nicht. War aber dann auch okay, ich habe halt dann was anderes genommen. Ja, da haben wir jetzt eben den Fall mit so einer unendlich langen Brücke. Das ließ sich aber da einfach nicht anders machen, weil ich dummerweise vergessen hatte, mir vorher eine Brücke oder vorher eine Straße in das Industriegebiet bzw. zu dem Güterbahnhof zu ziehen. Und dann blieb mir leider nichts anderes mehr übrig als eine ellenlange Brücke über das komplette Gleisfeld zu spannen, wenn ich keine Lust hatte, da alles nochmal neu zu setzen an Schienen. Und dann habe ich das eben als Brücke lassen, aber da dafür dann eben mit der Modbox, mit Joefreeds Modbox einfach ein bisschen die Pfeiler noch selber zwischen die Gleise gepackt. Die wurden dann natürlich auch nochmal ein bisschen begrünt mit Gestrüpp. Und ja, in Summe sieht es eigentlich auch ganz, ganz nett aus. Auch hier wieder meine altbekannte Methode, eben die aufgeschütteten Bahndämme nochmal ein bisschen mit der Modbox verkleiden. Und ja, dann sieht es auch ganz gut aus. Ja, hier habe ich dann angefangen, Waggons zu verteilen. Das sind platzierbare Assets. Da habe ich aber nur einen Teil damit gemacht. Den Rest habe ich dann mit der Fake-Lokomotive eingepackt. Die gab es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die oder die Fake-Lokomotive meine Performance so in den Keller drückt. Aber das werde ich mal ausprobieren, wenn ich Zeit und Lust habe. Und mal gucken, was das dann noch so wird. Ja, das war mal eine relativ kurze Zeitraffer. Die ist jetzt dann auch gleich durch.
Es gibt jetzt dann noch ein paar bewegte Bilder, auch die sind nicht allzu ellenlang geworden, weil ich eben, wie gesagt, gut gekämpft hatte die Woche bzw. über die Osterfeiertage mit dem Spiel, dass ich das Savegame überhaupt wieder zum Laufen bekomme. Und dementsprechend habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit zum Basteln und zum Aufnehmen gehabt. Aber ich denke, so insgesamt werden wir auch wieder auf knapp 20 Minuten kommen und das ist dann schon okay. Ja, damit lasse ich euch dann auch noch die bewegten Bilder genießen, ohne mein Gebrabbel. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!